So, jetzt haben wir 20.57 Uhr. Ich bin euer Dennis von N-Tower und sage erstmal ganz großes Hi an die große Runde hier. Ja, wir spielen heute Pokémon Tekken Online. Ich habe in der N-Tower News, findet ihr alle Informationen, um gegen mich kämpfen zu können. Denn es gibt ja so eine schöne Funktion, da kann man Matchcode eingeben und ihr müsst nicht mal in meiner Freundesliste sein. Da meine Freundesliste sowieso, ja, vollkommen platzt und total, ja, über 100 Freunde schon hatte. Nee, es geht ja nur 100 leider. Ja, gibt es eine Funktion, dass ihr gegen mich spielen könnt? Es gibt ja schon ein paar Leute, die haben ja schon Pokémon Tekken bereits im Handel käuflich erworben. Oder es gibt ja auch welche, die haben es ja so wie Nils und ich getestet. Gibt ja auch einige, die haben ja auf Twitter meinen Post gelesen. Und ja, ich würde sagen, jetzt Punkt 20 Uhr, also noch 2 Minuten in meiner Atomuhr. Bei euch wird es ja ein bisschen später ausgestrahlt, werde ich Pokémon Tekken starten. Wir dürfen 30 Minuten, 30 weitere Minuten zeigen. Wenn die Aktion aber generell guten Anklang finden würde, würde ich auch sagen, dass wir das auf jeden Fall auch nach dem Release weiterführen werden, dass ich quasi mich als Boxsack zur Verfügung stelle, dass dass ihr eine Chance habt, gegen mich zu spielen in einem Video-Livestream. Aber nur, wenn ihr wirklich wollt. So, ja, wir warten noch kurz ein bisschen. Und ja, wie geht's euch so? Also unser Max, unser Dirk sind unsere Moderatoren im Twitch-Chat. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe aus dem Endtau-Team, dann bitte schreien. Und ja, im Chat werde ich ab und zu ein Auge behalten. Wenn irgendwas von der Technik nicht stimmen sollte, wenn das Gameplay-Material zu leise ist, dann müsst ihr es nur sagen. Oder wenn meine Stimme zu laut ist, müsst ihr es ebenfalls sagen. Also, ihr könnt ruhig schreien. So, noch 1 Minute. Ja, wie kommt mal 1 Minute denn so runter? Nee, also. Nils und ich haben das Spiel ja getestet und den Spieletest in textlichen Form ist ja von Nils, könnt ihr auf Endtower lesen. Und ich habe mich um den Videopart gekümmert, um den Videospieletest, den könnt ihr ebenfalls auf Endtower bzw. auf YouTube anschauen. Und ja, da haben wir auf jeden Fall kritisch, objektiv mal über das Spiel drüber geschaut. So, hier sieht man noch so schöne Beiträge. Und ja. Okay, so noch eine halbe Minute, dann werde ich offiziell beginnen. Und ja, ich wünsche euch jetzt trotzdem schon mal viel Unterhaltung bei unserem Stream. Gebt stets Feedback auf Endtower ab. Schreibt wegen mir zum Stream oder zum Live-Mitschnitt: Hey Dennis, das war eine coole Aktion. Macht das öfters. Dann würde ich sagen: Hey, na klar, warum denn nicht? So, noch 5 Sekunden, dann beginne ich offiziell. Und ja, alles klar. So. Das ist Pokémon Tekken, wie wir das euch schon mal in einem Tekken-Log und in unzähligen anderen Spielen schon gezeigt haben. So. Ich gucke jetzt nebenbei immer ein bisschen auf meinen PC drauf. Ich lasse mich aber nicht größtenteils irritieren. Ich gehe jetzt so schnell wie möglich jetzt in den Online-Part. Ich hoffe, das klappt auch möglichst lagfrei mit Stream und Online-Modus. Aber ich bin optimistisch, dass es klappen wird. Und ja, ich habe mich heute kaum eingespielt. Also ich habe ja so Joblife und so. Und ja, da hat man schon ein bisschen weniger Zeit. Aber mir macht das natürlich alles viel Spaß. So wie ihr jetzt hier seht, es gibt, ihr müsst, wenn ihr gegen mich spielen jetzt wollt, müsst ihr hier jeder benutzen und als Matchcode-Eingabe Entau benutzen. So, und wenn ich jetzt bestätigen drücke, solltet ihr auch bestätigen drücken, beziehungsweise dass ihr 20 Minuten oder 20 Minuten, 20 Sekunden hinterherhinkt, kann es ein bisschen schwierig sein. Ich werde jetzt aber das Ganze bestätigen und starten. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde erstmal mit Chlora kämpfen. Und ich habe so, ja, schon mal so ein Helfer-Team. Ich benutze jetzt einfach mal dieses. Und jetzt sucht es sich hier ein bisschen doof und dämlich. Okay. Kann sein, dass ich jetzt erstmal gegen einen Computer antreten muss, bevor ich hier einen menschlichen treffen sollte. Wenn jetzt doch keiner sich traut oder keine Lust hat, gegen mich zu kämpfen, werde ich natürlich erstmal ein paar Random-Kämpfe machen. Oh, ein neuer Gegner ist erschienen. Das ging doch schneller als gedacht. So, wer wird das sein? So, Zslayer LP, natürlich kenne ich dich schon auf Twitter und wir haben uns auf einem Event auch mal getroffen bei Nintendo, beziehungsweise ich habe dich mal gesehen, dachte mir so, ey, du bist doch der irgendwie. Ja, cool. Du mit Wrestler Pikachu, das ist natürlich, ja, doof, weil ich weiß jetzt schon, dass du mich ordentlich fertig machst. Und ich mit meinem Chlorak, das ist so ein bisschen mein Main. Ja.
Ich versuche es ein bisschen, dass es mein Main ist. Ich ahne jetzt schon, dass ich ordentlich was auf den Sack bekomme. Alles klar. Okay. Okay, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. So, ja, tut mir leid, sorry. Okay, also Tragoran und Victini, ich entscheide mich hier für immer noch Tragoran. Oh, okay. Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Oh, shit. Hier, nimm das. Oh, fuck. Nein! Oh nein, er hat geblockt. Nein. Oh, oh. Ja, ich bin gesprungen. Nein! Er hat mich bekommen. Oh nein, und da er noch. War er noch? Das ist Energie. Ja, ist er, oder? Oh, shit, das wird spannend. Aber es läuft doch ganz gut online. Bin ich schon sehr erfreut, trotz Screen. Nein. Nein, das wird's eng. 1 KP. Fuck. Ja, komm! Ja! Oh, mit 1 KP habe ich noch erledigt. Oh, das war ein spannender Kampf. Oh, war das spannend. 4 von 5 Sterne. Oh. Das war so close. So, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ja, ich muss mich hier ein bisschen noch. Ja. Ein Skill noch. Oh, unbeugsamer Kämpfer. So, Rückkampf gegen denselben Gegner. Pokémon-Rückkampf, Kampf gegen den nächsten Gegner. Ich mache Kampf gegen den nächsten Gegner, denn es sollen natürlich mehrere in diesen 3 Minuten eine Chance haben. Aber wenn natürlich du, ZSLP, sorry, wenn ich dich falsch nenne, Lust haben solltest, kannst du natürlich jetzt wieder eingeben. So. Jetzt erstmal gegen den Computer. Und wie gesagt, schaut in der Endtower News, da seht ihr alle Informationen, wenn ihr das Spiel schon haben solltet. So. Spiel immer noch erledigt vom letzten Kampf. Also, was ja ganz cool ist, wenn ihr gegen Freunde oder jetzt wie ich halt gegen Fremde, die ihr nicht in der Freundesliste antreten wollt, könnt ihr immer gegen Computer hier kämpfen. So, ein neuer Gegner ist erschienen. Ob es derselbe ist, werden wir es natürlich sehen. Ist er natürlich. Okay, wahrscheinlich haben doch noch nicht so viele das Spiel, wie ich dachte. Aber ist cool. Quasi jetzt eine Revanche. So. Geisterkarneval. Wrestler Pikachu. Wrestler Pikachu ist natürlich echt eine coole Socke. Also, zwar ist Pikachu auch cool, aber Wrestler Pikachu ist noch cooler, also. So, Dragoran. Ja, ich bin halt so der Dragoran-Freak. Ich will eigentlich gerne mal meinen Helfer-Pokémon ein bisschen tauschen. Boah. Oh, oh. Dich greife ich mir natürlich. So. Boah, schon übel. Sobald man die Greifattacke macht, dann muss man schon derben KP-Verlust hinnehmen. Das ist ein Klorak blöd gegen Standard oder gegen Tempo. Ich glaube, Wrestler Pikachu ist ja ein Tempo-Gegner, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe. Da hat Wrestler Pikachu natürlich einige Vorteile gegenüber der Schnelligkeit. Boah, das wird knapp. Komm. Nein, das war ein Fehler. Warum habe ich das gemacht? Ich war wieder so doof. Oh oh.
Nein, ich will nicht. Komm. Nein, ich war nicht geblockt. Nein, das war's. Oh, die Animation ist so lustig. Ich liebe die Animation von Rush mit Pikachu. Oh, das war knapp. Okay. So, ich nehme mal einen Verstärker. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es nichts bringt. Okay, ich muss ihn aber erstmal einsetzen. Das mache ich lieber jetzt. So, jetzt sind über links wieder alle Angriffe kritisch. Und natürlich ist das jetzt richtig mies, weil er mich jetzt eher in der Mangel hat. Ah, das war total... Okay, jetzt kriegst du was auf den Deckel, ey. Nein, nein, hat mich. Komm. Komm. Oh, oh. Nein! Ja! Komm! Nein, das war so umsonst, aber ich muss jetzt was machen, bevor meine Resonanzenergie dem Ende zugeht. Nein. Nein! Das wird knapp. Oh oh. Nein, wir haben zusammengegriffen und das war's für mich, oder? Nee, noch nicht. Oh, das wird knapp. Nein, das war's. Ja! Oh! Mit einem Kopf ist schon wieder. Oh! Oh, sorry, ich bin echt. Das sind echt legendäre Matches. Mit dir. Oh, unglaublich. Oh. Ah, Mann. Hier, nimm das. Ja, komm. Ah. Ja, okay, ich glaube, jetzt hat er mich. Ja, komm. Ja, Mann. Oh. Shit. Oh, fuck. Okay, ich hab zum Glück geblockt. Nein, das war's. GG. Oh, nee, das war's noch nicht. Was soll ich denn tun? Ich hab kein... Ja, komm. Ja. Den Sieg wollte ich dir jetzt lassen. Wow. Manometer. Verloren. So, ich werde wieder so zu machen. Ich will also jetzt gerne mein Helfer-Team, Helfer-Pokémon-Team tauschen. So, bekommen wir noch. Oh, einen Glücksbonus bekomme ich. Also, ich bekomme wieder was Schönes. Einen Titel habe ich ja bekommen. So, Pokémon für den nächsten Kampf wechseln mache ich jetzt mal. Ich werde mich jetzt mal für ein anderes Pokémon entscheiden. Auch, wie ihr schon seht, ich habe mich vollkommen auf Glurak konzentriert. Ich nehme jetzt mal Gengar und nehme mal hier Brenta und Elektroball. Und wieder wird ein neuer Kämpfer gesucht. Ich bin gespannt, ob es derselbe ist oder ein anderer jetzt. So. Z Slayer LP ist jetzt gerade im Twitch-Chat. Hi und so. Manometer, ey. Oh, krass. Ich bin immer noch so geladen noch von dem Kampf. So, ja, wenn keiner dazukommt, kannst du ja gerne wieder reinkommen. Gibt ja einige, die ja das Spiel wieder um euch haben, noch auf den Freitag warten. Das Amazon zum Beispiel verkauft ja wirklich erst offiziell am Freitag. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist.
Saturn und Mediamarkt. Ich will jetzt keine Werbung für manche Shops hier machen, aber ja, die haben das Street Date geprobt und so und ja. So, dann spiele ich gegen Computer. Also, wenn keiner dazu kommt, wie gesagt, auf ntau.de findet ihr alle Informationen. Ansonsten kann nochmal gerne der Kämpfer von den letzten zwei Matches nochmal dazukommen, dass man wirklich tolle Matches. Vielleicht auch mit einem anderen Pokémon, das wäre natürlich auch was. Nochmal so ein schöner Kampf. Ich kenne mich mit Gengar jetzt auch nicht so gut aus. Aber der ist lustig. Ich mag sein Movement sehr. Zack, zack, so. Wow. So, schauen wir uns mal seine schöne Animation an. Ich mag die total. Okay, jetzt wieder neue Gegner erschienen. Ja, GG. So, dann kämpfe ich jetzt mich mal ein bisschen mehr gegen ihn durch. Oh, das ist auch ein richtig mieses Pokémon, was er ausgewählt hat. Da gibt's einen tollen Trick, wo man im Fernkampf da einiges an Schaden machen kann. Man muss natürlich dementsprechend drauf haben. Los, Gengar. Gengar. Okay. Elektroball kann echt mies sein, weil Elektroball, sobald... Oh, jetzt muss ich versuchen, mal... Ja, guck, das ist genau das Miese, was er macht. Oh mein Gott, ich habe keinen Plan über Gengar, aber ich probiere mich hier ein bisschen durchzuwursteln. Oh. Man merkt, ich glaube, wir beide sind so ein bisschen ahnungslos gerade über unser Pokémon. Aber es ist ja, ich meine, klar, 16 Kämpfer sind vielleicht, wenn man zuerst hört, ein bisschen wenig. Aber dafür unterscheiden sich halt wirklich alle. Natürlich außer zwei Pokémon jetzt, die mit anderen zwei Pokémon doch ein bisschen ähneln. Aber dafür hat man sich bei den anderen Pokémon schon Gedanken gemacht und hat sich Liebe gegeben. Und ich hätte es persönlich doof gefunden, wenn man das wie bei Smash Bros. Es darf er nicht angreifen, oder? Es darf er nicht angreifen. Hat es auch nicht getan, okay. Ja, was wollte ich sagen? Es wäre blöd gewesen wie bei Smash Bros. Obwohl Smash Bros. Echt ein geiler Titel ist. Ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber, ja, da gibt es auch immer so ähnliche Kämpfer. Und das gibt es bei Pokémon Tekken halt so von der häufigen Art jetzt nicht. Muss man jetzt halt sagen. Okay. So. Die Ente mit dem Lauch. Nein! Nope. Uah, crap. Okay. Okay. Oh. Komm, bitte, 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 bitte. Ja, ich hab dich. So, was passiert jetzt? Jetzt viel KP. Oh, 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 jetzt nochmal schön. Bam! Sorry. Legendär. So, ich würde sagen, ich warte jetzt nochmal auf einen Gegner. Also, Z-Slayer LP, sorry. Ich komme ja mit diesen Nicknames immer so durcheinander, ey. wenn ihr keinen Gegner wieder meldet, kannst du ruhig gerne wieder reinkommen. Ich werde auch wieder mein Pokémon für den nächsten Kampf wechseln. Und es wird auch das letzte Freundschaftsmatch dann sein, denn dann werde ich noch ein paar Rangkämpfe machen. So, was soll ich nehmen? Ich würde sagen, ich nehme Zufall. Das ist auch mal ganz spannend. Und nehme jetzt hier mein Team C. Team C habe ich, glaube ich, nie benutzt. Das Highlight jetzt. Ja. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel, so was ihr bislang seht. Also, mir persönlich macht es echt sehr viel Spaß. Für mich ist das
Kann man natürlich nicht mit Smash Bros. Vergleichen. Oh nein, bitte nicht. Nicht das Pokémon. Egal. Aber für mich ist das persönlich einfach eine schöne Abwechslung. So ein schöner Arcade-Prügler für die Wii U. Das, ich finde, so mit Pokémon und mit so einem anderen System, so mit den Helfer-Teams, finde ich richtig cool. Und sowas hat die Wii U auch mal gebraucht. Also finde ich. Oh man, das Pokémon habe ich, glaube ich, in meinem Leben nur einmal gespielt. Und das war da, wo Kevin bei mir war. Oh man. Also wenn der Let's Player gerne wieder mag, kann er ruhig wieder reinkommen. Sonst verlieren wir hier zu viel Zeit. Ja. Okay. Bam, bam, bam. Hm. Ich denke mal, ich würde auf jeden Fall nach dem Release von Pokémon Tekken nochmal so eine Aktion machen. Wenn natürlich alle dann das Spiel haben. Natürlich alle. Also ich denke mal, ihr würdet es euch alle kaufen. Wenn nicht, dann wäre das ja schon lame. Nein, Spaß. Okay, ein neuer Gegner ist gekommen. Und Trommelwirbel, Trommelwirbel. Ja, so, Routine hast du dich entschieden. Oh, wow, 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 wow. Okay. Dieses Wochenende wird nochmal ein anderer Livestream kommen zu einem anderen Spiel. Ich werd nur nicht sagen, zu welchem Spiel. Es ist ein neues 3DS-Spiel. So viel will schon gesagt sein, aber mehr darf ich und kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. So, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt hier wenigstens ein bisschen erfolgreich rauskomme, denn ich muss zugeben, er spielt mein Hassgegner. Und genau deswegen, ich habe mal online gegen jemanden gespielt, der hat nur so Tricks gemacht und hat mich damit down bekommen. Und das fand ich krass. Ich denke mal, das wird vielleicht noch gepatcht. Ich hoffe, das wird gepatcht. Das fand ich schon extrem. Oh, brutal. Gerade kurz konzentrieren. Wow, wow, wow. Komm, nimm das. Ach, super. Nein. Shit. Oh. 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 Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber ich habe dir ordentlich Schaden zugefügt. So, damit wir es fair hatten und alle Helfer-Pokémon, wenn ich damit korrigiere, mich bitte, gezeigt wurden, nehme ich noch das. Ah, jetzt hat er genau. Nein! Nein, das hat er mich! Oh, die Animation ist richtig cool. Das müsst ihr euch auch anschauen. Danke, dass du es ausgewählt hast, das Pokémon. Kommt auch im Videospieletest vor, die Animation. Ich die so cool fand. Zieht aber leider nicht so viel Schaden. Ach komm, übertreib mal nicht. Was mache ich? Was mache ich überhaupt hier? Nein! Nein! Ja, ich konnte es noch auswählen. Nein! Oh, ich konnte dich gerade noch so angreifen, aber hat nichts gebracht. Oh oh. Na, no, das war nice von dir. Oh, aber das ist nice. So. Okay, jetzt wird spannend. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Crack. Oh, komm, was ist das für ein blödes Helfer-Pokémon? Der gar nichts drauf. Oh. Ja! Komm jetzt. Bam, bam. Je weiter graben kann, ist ja lustig.
Bitte, 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 bitte. Ja! Okay, das war's. TT. Warst ein würdiger Gegner. Ja, cool. Ach komm, ich will nochmal ein Rematch gegen dich haben, okay? Jetzt bitte mit Main-Pokémon, ja? Also du kannst jetzt dein Main-Pokémon nutzen, ich bin jetzt mein Main-Pokémon. Wow, ich habe Stufe 2 mit dem Pokémon erreicht. Okay, Angriffsfertigkeit. So, ich werde mal mein Pokémon natürlich für den nächsten Kampf wechseln. Also du darfst jetzt gerne nochmal, ja, gegen mich antreten. So, Chlorak auf jeden Fall. Das ist so mein Standard. Also das ist jetzt meine Main-Einstellung. Obwohl ich auch letzter Zeit zugeben muss, ich bin doch nicht mehr so der Chlorak-Fan in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wenn man sich mal satt gespielt hat mit dem Main, dann denkt man sich so, okay. Also, okay, ich kämpfe jetzt gegen Darkyline. Wenn ich jetzt richtig entsinne, ist das unsere Ex-Redakteurin von N-Tower, die Daniela. So, und sie traut sich gegen Lucario, gegen mich anzutreten. Und ich bin mein Chlorak. Ja, cool. So, bitte warten, dein Gegner ist noch nicht kampfbereit. Wahrscheinlich werden schon im Hintergrund fleißige Taktik. Ich muss mich gerade konzentrieren. Taktik. Oh, Kämpfe ausgewählt. Ich habe gerade irgendwie so einen Mist. So, es ist die dreidimensionale Phase, wie man jetzt sieht. Das wechselt jedes Mal nach einem harten Schlag. Zum Beispiel hat es jetzt mir ebenfalls nochmal ordentlich einen Schlag dazu gegeben. Und dazu, wie man sieht, ist die Phase auch wieder ebenfalls gewechselt. Nee. Boah, spannend. Zack. Komm. Ich hoffe, das reicht. So. Das war's dann für die erste Runde. Aber es gibt natürlich noch eine zweite Runde. Okay. Ja. Ich wollte springen, hab die Tasten verwechselt. Komm. Oh, okay, okay, okay. Kein Stress, kein Stress. Okay. Oh, das ist knapp. Oh, das ist knapp. Okay. Wäre ich jetzt ein bisschen weiter vorne gewesen, hätte sie mich erwischt und ich hätte ein ordentliches Problem gehabt. Wie ihr wisst, ist ja Daniela jetzt bei unserer Partnerseite JP Games, also ihr könnt ruhig die Seite auch besuchen, ist unsere Partnerseite, sind ja auf Japanisch und Multiplayer bezogen. Könnt ihr ruhig gerne machen. So, ich bedanke mich bei dir, Daniela, für den Kampf. Und ja, ich werde jetzt nochmal ganz schnell ein globales Match machen. Ja. Dann könnt ihr nochmal sehen, wie es so weltweit läuft. Und ich würde auch sagen, das war's dann auch mit dem Stream nach dem Kampf. Machen wir noch einen Rank-Match. So. Ich würde jetzt auch nochmal meine Main-Funktion und suchen wir mal einen Spieler. Ja. Ich freue mich, dass doch so viele zugeschaut haben, in Twitch-Chat schreiben und unser Max und Dirk haben alles unter Kontrolle im Stream. Und jetzt kämpfe ich gegen Nick aus England. Hat seinen ersten Kampf mit mir. Oh, ich ahne Böses. Ja. So. Im Geisterhaus. Boah, ich bin so von den ganzen Matches so, so fertig.
Besonders die Matches mit dem Let's Play waren richtig gut. Müssen wir unbedingt mal was zusammen machen, so Videos. Das kann ich mir richtig lustig vorstellen. Auch der Kampf gegen Daniela war auch richtig gut. Ich glaube, ist nämlich da mit dem Limitschlag erwischt, wärst für mich dann ziemlich schwierig ausgegangen, auf jeden Fall. Jawoll. So, ja, sorry Nick, also wenn du hier zuhörst aus England, es tut mir echt leid. Ich hatte ja persönlich schon wirklich überlegt, bei den Landesmeisterschaften mitzumachen. Obwohl ich ja schon weiß, dass es echt kranke Leute gibt. Also ich habe gegen Leute gekämpft, gegen die hatte ich keine Chance gehabt. Achso, weißt du, so mal einfach mal versuchen. So, mal gucken, wie weit es geht und so. Oh, okay. Wow. Wie er ankommt, das nehme ich mir nicht vor. Oh. Komm. Oh. Nein. Jetzt hat er mich erwischt. Crap. Oh, crap. Okay. Kurz konzentrieren. Okay. Puh, es geht doch jetzt wirklich noch in die letzte Runde. Oh Mann. Komm, steh auf. Ach Mann. Oh. Nein, jetzt macht er mich echt fertig. In seinem ersten Online-Match. Nein. Komm. Komm, bitte bock nicht. Nein! Okay, ich glaube, das war's dann für mich. Ach, komm. Nein, das war's. Das war's jetzt, oder? Oh, wow. Nein, okay. Ja, GG an Nick, an England. So, das war's dann jetzt mit dem Video-Livestream. Danke, dass ihr alle zugeschaut habt. Der Mitschnitt wird auf jeden Fall auf YouTube veröffentlicht und nochmal auf Endtower. Also ihr werdet nochmal in der separaten News nochmal alles sehen können. Ja, ich bedanke mich für euer Dabeisein. Und das war's dann mit Pokémon Tekken. Wir werden diese Woche nochmal einen Livestream herausbringen. Ja, das war's. Ich bin der Dennis und sage Tschüss.